Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie reingeklickt haben jetzt hier bei unserer nächsten Keynote. Schön, dass Sie hier im Saal alle da sind. Ich glaube, zu unserem nächsten Gast müssen wir gar nicht so viel sagen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine sehr innovative Denkerin da haben. Gesche Joost ist da. Sie ist Professorin für Designforschung an der Universität der Künste in Berlin hier und leitet das Design Research Lab. Und sie deckt mit ihren Beiträgen eine ziemlich große Range ab, von abstraktem Denken und Forschen zu Auswirkungen von Digitalisierung auf die Gesellschaft. Und sie gestaltet neue Formen der Mensch-Technik-Interaktion am DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, und am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Und sie nimmt uns heute mit auf eine Reise in ihr Gebiet, in das Design, und erzählt uns, wo Design viele der Prozesse, um die es hier im Festival geht, begleiten und gestalten kann. Unter anderem davon, wie Design auch dazu beitragen kann, die Teilhabe zu ermöglichen in der digitalen Gesellschaft. Sie wird uns jetzt ungefähr 20 Minuten ein bisschen was von diesem Gebiet erzählen, und danach steht sie, wie bei allen Keynotes hier, auch noch für Fragen zur Verfügung. Herzlich willkommen, Gesche Joost. Super, ja, ich freue mich total, hier zu sein und wunderbar anschließen zu können an den Vortrag von Neil. Ich kann einige von seinen Punkten ganz wunderbar aufnehmen und vielleicht eben einige Beispiele zeigen. Ah, wir sind mit den Folien schon ein bisschen weiter. Wir fangen an. Remaking University habe ich als pragmatischen Titel gewählt und fange nochmal an mit einigen der Herausforderungen, die wir alle kennen und wahrscheinlich miteinander teilen. Kann eigentlich unser Curriculum mit dem technologischen Fortschritt mithalten? ChatGPT war heute schon eins der Schlagworte. Wir bemühen uns im Moment eher um Schadensbegrenzung, als dass wir mit den Studierenden zusammen entwickeln. Ja, was machen wir denn eigentlich mit dieser tollen, neuen, großartigen Technologien oder mit dem Fakt, dass meine Studierenden alle ihre Informationen über Instagram filtern. Also die lesen auch Economist und alles, aber halt über Instagram. Ja, was machen wir als Hochschulen eigentlich mit dieser Art von technologischem Wandel? Oder was ist mit den Grand Challenges, mit den Sustainable Development Goals? Wie können wir unsere Lehre und Forschung daran ausrichten und wie können wir das eben durch transdisziplinäre Herangehensweisen machen? Das sind ganz große Herausforderungen, weil Universitäten eigentlich disziplinär und exzellent gebaut sind. Und das ist schon immer noch eine große Herausforderung. Auch die Frage der Diversität, die eigentlich was ganz Großartiges ist, ja, die Möglichkeit eigentlich zeigt, wie wir mit der Bekenntnis zu mehr Vielfalt, mit der Förderung von diversen Kulturen und mit der Öffnung vormals geschlossener Räume die Universitäten neu denken können. Aber was ich erlebe, ist, dass diese Debatte einfach toxisch wird, dass es einfach eine Konfrontation wird, die im Moment wenig weiterbringt. Und ich erlebe eigentlich das große Potenzial kaum reflektiert in den Universitäten. Oder die Frage nach den Future Skills, die auch der Stifterverband entwickelt hat, oder dem OECD Learning Compass. Also wie entwickeln wir eigentlich die Skill-Profile weiter? Wie wollen wir auch so Aspekte wie Mental Health einbeziehen, Peer Learning, Co-Agency, die kritische Reflexion und Werteorientierung? Wie schaffen wir das eigentlich in den Universitäten zu reflektieren? Also die Herausforderungen sind groß, wie immer. Und das ist dann genau die Frage, was machen wir eigentlich damit, wenn wir nicht die Hände in den Schoß legen wollen? Und ich als Designerin sehe natürlich große Potenziale, gerade in den Studierenden. Und ich freue mich, dass hier auch so viele junge Menschen mit im Raum sind. Und ich hoffe eben auch zugeschaltet übers Internet. Die Studierenden sind unsere größte Kraft. Ich erlebe gerade eigentlich wie so ein Revival der 68er Jahre, dass uns die Studierenden pushen, dass sie einfordern Klimagerechtigkeit, dass sie soziale Gerechtigkeit einfordern und eben Vielfalt und Diversität einfordern. Und dieses Schlagwort der Politisierung und der Gerechtigkeit ist ein Riesenpotenzial. Insofern dieses Zusammenentwickeln mit den Studierenden ist genau das, was wir machen müssen, weil die Universitäten und auch wir als ProfessorInnen sind nicht die Schnellsten. Das muss man ganz klar sagen. Also was sollten wir tun? Prototypen bauen, die Universität als Lab begreifen. Ich bin Designerin, Designforscherin, und das ist eben auch meine Methode. Ja, wir bauen Prototypen, wir wollen nicht erst evaluieren, nicht erst eine lange Feasibility Study machen, wie es in Deutschland gerne gemacht wird, und kaum 4 Jahre später kommt dann raus, was man eventuell umsetzen könnte. Nein, gleich ins Experimentelle erproben zu können, iterativ weiterentwickeln, uns selbst als lernenden Organismus zu begreifen und die Herausforderung als Inspiration sehen. Das ist, was ich gerne möchte.
Wer sind wir? Wenn ich von wir spreche, ist es mein Netzwerk. Im Design Research Lab sind wir ein Netzwerk der Menschen, Organisationen und auch der Non-Human Agents, ja, engaged at the intersection of technologies, materials and social practices. Das ist ein Schritt, den wir gemacht haben von einer vielleicht früher eher klassischen ForscherInnengruppe hin zu einer Netzwerkinfrastruktur. Und ich glaube, dieses Denken in Netzwerken ist sehr, sehr wichtig. Und wenn hier steht, dass es ein Network of People, Organizations and Non-Human Agents ist, dann weist das gleich auf dieses Denken in Netzwerken im Postanthropozän hin. Also Non-Human Agents können die planetaren Grenzen sein, können Tiere, die Natur, die Umwelt sein. Also wie können wir eigentlich beyond dem puren Fokus auf den Menschen mit seinen auch sehr negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Wie können wir so denken in Netzwerken? Und wie können wir auch eben genau diese Interfaces und Interaktionen zwischen den Technologien, den Materialien, mit denen wir arbeiten, aber auch den sozialen Praktiken und der Welt sozusagen im Realen, wie können wir das neu denken? Und das ist eben genau unser Ziel in diesem Netzwerk, to design socially and ecologically sustainable tools, spaces and knowledge that support people's participation in a digital society, based on common principles of inclusiveness and respect for the planet. Das Bild dahinter ist hier um die Ecke aufgenommen in den Prinzessinnengärten in Berlin-Kreuzberg, wo es darum geht, Stadt von unten zu begreifen und zu entwickeln in lokalen Communities. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie wir eben das Lernen und gemeinsame Forschen gemeinsam mit lokalen Communities hier zum Beispiel auch in Kreuzberg weiterentwickeln wollen. Remaking University, da habe ich so drei Beispiele mitgebracht. Zum einen das Thema AI, was uns alle beschäftigt. Do-it-yourself AI, Data Literacy, Coding Skills und Crypto-Partys als Elemente und Bausteine der eigenen Erfahrung. Also wir müssen Räume schaffen, eben da eigene Erfahrungen zu sammeln, gemeinsam mit den Studierenden und eben keine Blockaden aufzubauen oder Technologien erstmal zu verbannen, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir damit umgehen können und sollen. Der zweite Punkt, Out of the Ivory Tower, das Thema der Transdisziplinarität und Diversität, das ist eben die Basis für unsere Lehre und Forschung. Das ist nicht etwas, was wir auch noch dazu machen wollen oder sollten, sondern das muss eben ein Grundwert und ein Grundkanon sein, dass wir rausgehen in die Welt, in den Universitäten und uns inspirieren lassen von der Diversität. Und das Thema digitale Souveränität als Leitbild, auch für die Skills, die wir gemeinsam entwickeln wollen. Digitale Souveränität wird ja im Moment sehr politisch diskutiert. Ne? Wie können wir eben unsere eigenen Chipfabriken in Deutschland und Europa installieren? Ich sehe es sehr viel mehr auch von der persönlichen und individuellen Souveränität, wie wir uns eben gemeinsam fit machen im Umgang und in der Gestaltung von digitalen Technologien. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, damit wir nicht so im Abstrakten bleiben. Aus dem ersten Bereich, Do-it-yourself AI. Hier arbeiten wir zum Beispiel mit Hackathons und fragen uns, wenn wir über Open Access sprechen und Open Source, für wen ist das eigentlich offen? Und hier ist so ein schönes Beispiel. Wir machen so feministische Hackathons mit verschiedenen Gruppen von MakerInnen und diversen Menschen, die einfach Hands-on-Erfahrungen machen wollen, um solche Themen wie Body Health, Body Literacy und Wellbeing in den Tech-Diskurs einzuschreiben. Also hier geht es ganz konkret darum, dass wir Menstruationscups gegossen haben, gebaut haben. Das ist einerseits die Frage, ne, was gibt es eigentlich im Bereich der feministischen Technologie Entwicklung und auch so der Body Health und Body Hygiene an Tools und eben Hilfsmitteln, die auch nachhaltig sind, ne? Diese Menstruationscups. Und wie baut man die eigentlich? Ne? Wir haben im 3D-Druckverfahren eben eigene Gießformen quasi gebaut und dann eben mit Silikon selbst solche Menstruationscups gegossen. Und dabei geht es jetzt nicht unbedingt irgendwie neu herzustellen, wie man Menstruationscups irgendwie machen kann, sondern in diese ganze 3D-Druck-Community und diese ganzen Makerspaces, die sehr männlich sind, irgendwie meistens weiß und zwischen 20 und 30. Wie können wir da plötzlich Feministinnen auch mit einladen? Wie können wir Menschen mit diversen Hintergründen einladen, einfach die Agenda mal umzuschreiben und plötzlich eben so etwas zu bauen? Und das macht dann auch noch Spaß. Wir haben da irgendwie mit Glitzer eingegossen und welche Fotos, einfach nur, weil es geht und weil wir Spaß daran hatten. Und es geht eben auch darum zu reflektieren, wer hat eigentlich Zugang zu dieser Monatshygiene? Was kostet das eigentlich? Und wer auf der Welt kann sich das eigentlich leisten? Und was wären vielleicht eben auch Low-Tech-Alternativen, die wir hier hinbekommen. Eine Randnotiz, ich war in Singapur gerade unterwegs und habe mir da auch eben genau die Education Landscape angeguckt.
Makerspaces sind da schon Teil der Schulinfrastruktur. Ja? Ab der Grundschule wird Physical Computing gelehrt und gelernt. Raspberry Pi und andere Mikrocontroller sind da ganz klar Teil des Playful Coding. Und da war ich echt neidisch. Ja? Also wir überlegen immer noch, wie wir das machen mit der digitalen Bildung. Und da wird es einfach experimentell erprobt. Und das wünsche ich mir natürlich hier auch Inspiration entlang der kompletten Bildungskette. So sieht es bei uns aus, ein Critical Maker Lab, zusammen eben mit dem Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Und solche Räume der Erfahrung mit Technologien und der Low-Tech- und Do-it-yourself-Technologien, so etwas brauchen wir, um eben auch neue Themen gemeinsam zu explorieren. Ein Slide zu ChatGPT braucht jeder Vortrag, glaube ich, heute. Hier nur eine kleine Randnotiz auch zu dem Thema. Alle Studierenden haben heute immer mehr Zugriff auf AI-Tools und alle nutzen es, natürlich. Und das ist auch ganz in Ordnung. Aber kaum jemand und wir auch nicht verstehen komplett die Funktionsweise. Bis hin zu der Frage, wie eigentlich diese Large Language Models trainiert werden. Weil wenn man sich vorstellt, quasi der Stand vom Internet von 2020 wird einmal komplett in diese Maschinen reingefüttert. Was das für ein CO2-Footprint ist und was das für Ressourcen braucht, das können wir nur erahnen. Aber so etwas zu thematisieren und diese kritische Reflexion und Begleitung hinzubekommen, ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Also die Frage irgendwie, wie wir ChatGPT als Beispiel, als ein kollaboratives Tool nutzen können zur Diskussion mit Gruppen, wie wir es dekonstruieren können und auch uns fragen, woher kommen eigentlich diese Halluzinationen? Weil was da jeden Tag aufs Neue kommuniziert wird, wie fehlerhaft diese Methodiken im Moment noch sind und wie wir auch mit Begriffen wie vielleicht Ineffizienz umgehen wollen in der ganzen KI-Debatte oder mit Fehlern, mit Unschärfe, vielleicht auch mit Ungehorsam. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für die Auseinandersetzung von uns an Universitäten und Hochschulen. Und natürlich auch Alternativen zu ChatGPT auszuprobieren. Also was gibt es insgesamt im KI-Tool-Bereich, sowas wie Open Assistant, was gibt es eben im Open-Source-Bereich und wie können wir das in der Lehre kritisch begleiten und kritisch reflektieren. Da habe ich sehr viel Lust zu und ich glaube, das ist etwas Spannendes. Das Hochschulforum Digitalisierung hat ja auch einige Handreichungen dazu schon entwickelt. Also da müssen wir einfach dranbleiben und eben nicht ängstlich sein, sondern neugierig und kritisch gleichzeitig. Das zweite Thema, out of the ivory tower, das Thema der Transdisziplinarität. Wir haben in der Corona-Krise vieles richtig gemacht. Ja, wir haben schnell agiert, wir sind über die Grenzen hinausgegangen. Und hier vielleicht so ein Beispiel. Wir haben bei uns im Lab eine Maker-Initiative mitgestartet, African Makers Against Covid-19. Und da war genau die Frage von Open Source Responses zu dieser globalen Krise. Das sind tolle Netzwerke, die wir zusammen mit den Studierenden und eben mit Labs in verschiedenen afrikanischen Ländern initiiert haben, um Lösungen für drängende Probleme zu finden. Ganz pragmatisch Masken, Desinfektionsmittel, auch Face Shields oder improvisierte Beatmungsgeräte. Da sind unterschiedliche Disziplinen zusammengekommen und das sind eben genau solche Grand Challenges, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Ja, wie kann man auch Perspektiven vom afrikanischen Kontinent einladen, damit wir lernen können, welche Ressourcen sind eigentlich zur Verfügung stehend, was bedeutet Circularity, was bedeutet Re- und Upcycling in solchen kritischen Situationen. Und Kollegen vom Ecotech Lab aus Togo, aus Lomé, haben uns zum Beispiel gezeigt, wie sie aus 3D-Drucker gebaut haben aus Elektroschrott. Also einfach Circularity ganz konkret gedacht. Und das macht uns sehr, sehr nachdenklich, wie wir eben 3D-Druck auch als Commodity ansehen, wie wir viele von den großen Technologien einfach nutzen, eben ohne den CO2-Footprint anzuschauen. Das sind Perspektiven, die wir brauchen. Und dieses gemeinsame Agieren und Co-Designen bereichert uns und erschüttert auch immer wieder unser Bild von Technologien. Und das ist genau das, was wir brauchen. Einer unserer Kollegen, der ist gerade bei uns zu Besuch. Coffee heißt er mit Nachnamen. Er ist am Freitag bei uns im Lab. Wer Lust hat, seinen Vortrag zum Thema Ecotech Lab zu hören, ist sehr herzlich eingeladen an die Universität der Künste. Sename Coffee. Die Frage ist nun, das auch noch als kleiner Podcast-Tipp zum Thema feministische Technologie, Purple Code, könnt ihr euch alle gerne anschauen. Die Frage ist so dieses nach der Pandemie, ne, wenn wir in der Pandemie einiges richtig gemacht haben, was kommt denn jetzt danach?
Und im Moment sind ja ganz viele erleichtert und sagen, puh, endlich haben wir es hinter uns, jetzt können wir wieder back to normal gehen. Und genau das ist das, was wir eben nicht tun sollten. Wir werden nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war das Problem. Das ist ein Plakat, was ich in der Pandemie in Kreuzberg gesehen habe. Und genau das sollte unser Status quo sein. Nicht wieder zurück, sondern agil zu bleiben, im Erprobungsmodus, im Improvisieren und Fehler machen. Das tut uns gut und das ist eben genau das, was wir brauchen. Ein Beispiel auch zum dritten Kapitel zum Thema digitale Souveränität. Und das hat Neil in seinem Vortrag auch angesprochen. Wie können wir uns eigentlich überlegen, in seinem Neils dritten Szenario Low-Tech und Low-Energy-Tech zu nutzen, um digitale Bildungsformate zu entwickeln? Und was wir gemacht haben in einem Forschungsprojekt, wir haben uns quasi ein eigenes Internet gebaut, ein Do-it-yourself-Internet. Und zwar gemeinsam mit lokalen Communities. Da war eben auch die Prinzessin Gärten in Kreuzberg mit dabei, eigene Open-Source-Netzwerke zu bauen, um Digital Literacy zu fördern, Daten lokal zu speichern und eben das Internet sozusagen als Intranet bottom-up selbst zu bauen. Das ist überhaupt nicht schwer. Ihr könnt selbst auf die MAZI-Website gehen, M-A-Z-I. Das Ganze ist auf GitHub hochgeladen und ihr braucht dazu eigentlich eben nur so einen Low-Tech-Computer, einen Raspberry Pi, der kostet so 20, 30 Euro und dann könnt ihr eben ein lokales Netzwerk quasi aufbauen. Und das haben wir zusammen mit Communities gemacht, also mit akademischen Communities, aber hier eben auch mit solchen Nachbarschaftsinitiativen. Und das ist eben das Spannende daran, gemeinsam zu entwickeln, was brauchen wir eigentlich? Welche Datenkapazitäten und Speicher brauchen wir? Und solche lokalen Netzwerke sind eigentlich die Grundlage des Internets gewesen. Ja? Internet ist eigentlich peer-to-peer verschiedene Knoten miteinander zu knüpfen. Und hier haben wir eben einen neuen Knoten aufgebaut, der nur lokal erreichbar ist. Wir wollen nicht das Internet ersetzen, sondern eine lokale Struktur aufbauen, sodass man zum Beispiel für dieses Festival hier ein lokales Netzwerk hätte, wo der Zugriff auf die Informationen lokal ist. Aber das heißt auch, uns gehören die Daten, wir haben Zugriff darauf, uns gehört die Hardware und wir haben keinen immensen CO2-Footprint, wenn wir eben dauernd quasi auf die großen Server oder auf die großen Suchanfragen zurückgreifen. Das kann für solche lokalen Festivals total großartig sein und wir haben solche Netzwerke auch in Ghana zusammen aufgebaut mit lokalen Communities, die kaum Internetanschluss haben, aber die eben auch wenig Energie haben und deswegen sind solche lokalen Alternativen was ganz, ganz Großartiges. Auf diesem Netzwerk haben wir Open-Source-Alternativen installiert, also so ein Etherpad zum Beispiel, also dass man eben kein Google Docs nutzen muss oder eine Nextcloud oder einfach so ein WordPress, dass man einen eigenen Blog aufsetzen kann. Also all das ist Open-Source und verfügbar und das kann sich eben jeder selber bauen. Und das zusammen mit Studierenden zu machen, um zu überlegen, wem gehören die Daten, wer hostet die, welchen Footprint haben wir, das sind so Alternativen, die eben auf dieses dritte Szenario von Neil ganz gut einzahlen würden. Die Technologie ist eben nur ein kleiner Baustein davon. Viel wichtiger ist der Community-Prozess, also gemeinsam mit lokalen Communities zu entwickeln. Wie vernetzen wir uns eigentlich? Was bedeutet soziale Vernetzung? Was bedeutet Zugänglichkeit? Und wenn wir eben wieder diese Frage stellen, Open Access, Open to whom, mit wem gemeinsam können wir eigentlich so etwas entwickeln, damit jeder und jede sich auch dort zu Hause fühlt und angesprochen fühlt? Weil diese soziale letzte Meile ist manchmal, finde ich, viel wichtiger als jetzt der pure Internetzugang, also da eben gemeinsam im Co-Design zusammen mit Nachbarschaften zu entwickeln, was bedeutet Vernetzung und was bedeutet digitale Tools zu nutzen. Das sind, glaube ich, Perspektiven, die wir bei uns in den Universitäten und mit den Studierenden zusammen reflektieren und entwickeln können. Es wurde auch noch ausgezeichnet von Raspberry Pi als eins der herausragenden Projects for Good. Da waren wir natürlich total stolz drauf. Und es gibt eben ganz viele verschiedene Open-Source-Alternativen auch zu Raspberry Pi, die eben einfach den Zugang einfach machen. Digitale Souveränität als Stichwort nochmal eine Ebene höher gehoben. Digitale Souveränität sollte eins unserer Leitbilder und unserer Werte in der digitalen Bildung, in der Hochschule und in den Universitäten sein. Und darunter verstehen wir eben die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit von BürgerInnen in der digitalen Welt, eben auch ganz verschieden in diesen Rollen agieren zu können. Und da haben wir so ein Dreieck entwickelt, damals im Verbraucherbeirat vom Justizministerium, wo ich dieses Gutachten mitentwickelt habe, also zwischen Technologie,
Regulierung und digitaler Kompetenz entsteht, in diesem Spannungsfeld entsteht digitale Souveränität. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist vielerorts und bei vielen Menschen ein Wunschbild und ein Leitbild, weil wenn wir irgendwie selber auch wissen, wie wir natürlich alle Cookies akzeptieren und wie wir natürlich auch aus Convenience-Gründen einfach die großen Tools immer wieder nutzen, dann ist immer wieder die Frage, ne, haben wir eigentlich, und das haben wir so identifiziert, haben wir eigentlich immer die Wahlfreiheit, haben wir auch immer die Kraft, selbstbestimmt zu entscheiden, ne, was möchte ich jetzt nutzen und wo möchte ich vielleicht meine Daten nicht vernetzen, gibt es denn eigentlich die datensparsamen Alternativen, habe ich auch die Möglichkeit, selbst auch zu reflektieren und mich selbst zu kontrollieren, was eben mein Umgang mit digitalen Medien ist oder bin ich da nicht abhängig, weil sowieso alle WhatsApp nutzen und was sind eben auch Sicherheitsfragen. Ich glaube, das sollten wir sehr stark reflektieren in unserer Lehre, die immer hybrid sein muss in meiner Wahrnehmung und wie können wir das eigentlich neu austarieren und so etwas entwickeln. Ich glaube, als Community können wir dazu viel beitragen, also mit unseren Studierenden zusammen digitale Souveränität entwickeln und sie dazu befähigen und dabei auch zu überlegen, was wir als Bildungseinrichtung hier beitragen können zur Diskussion und zur Praxis. Open Access, Open Source, Open Data fördern, also unsere Bildungsangebote für alle zu öffnen. Das sollte eben auch ein Standard sein und eben GitHub ist so eins unserer Medien, wo wir ganz viele von unseren Ergebnissen und Ressourcen einfach für alle zur Verfügung stehen. Aber auch solche Fragen wie Diversity und Equality fördern, das in der Lehre zu thematisieren und Bias abzubauen und das auch am eigenen Leib erfahrbar zu machen, wenn man seine Social Media Profile zum Beispiel mal verändert und manipuliert. Das machen wir viel mit unseren Studierenden. Was bedeutet es eigentlich zum Beispiel plötzlich ausgeschlossen zu sein, weil man vielleicht eben andere Merkmale aufweist oder weil man Bilder von sich postet, die plötzlich nicht Community-Standards gehorchen und warum ist das eigentlich so? Ne? Also einfach diese kritische Reflexionsfähigkeit zu fördern durch die eigene Erfahrung. Zusammenzufassen, Remaking University, Mut zum Prototypen, neue Formate erproben, um eben Digital Literacy zu fördern. Und das sollten wir im gegenseitigen Lernen machen. Also ich glaube nicht mehr daran, dass ich als Professorin den wahnsinnigen Wissensvorsprung habe, sondern meine Rolle ist eher, diese Räume zur Erfahrung zu öffnen, kritisch zu begleiten und Plattformen und Netzwerke zu bauen, um eben gemeinsam im Co-Learning und in der Co-Erfahrung da voranzukommen und Digital Literacy auch für mich zu fördern. Ich lerne total viel von meinen Studierenden und das finde ich natürlich total großartig. Und das ist auch so, ne, dieses Uni als Lab, wenn Sie das als Bild mitnehmen mögen, mich inspiriert das jeden Tag neu, so etwas zu begreifen. Perspektiven aus anderen Teilen der Welt einladen. Ich habe die Beispiele genannt. Ich glaube, das sollte Teil unserer diversen Kultur heutzutage sein, sowohl die Studierenden eben auch in die Welt hinaus zu schicken, als auch Menschen aus anderen Hintergründen zu uns einzuladen, einfach um besser begreifen zu können, auch was bedeutet eigentlich unsere privilegierte Stellung hier in der Hochschule. Das ist etwas ganz Großartiges, dass die universitäre Lehre für so viele zugänglich ist und eben auch kostenfrei oder fast kostenfrei ist. Das ist ganz, ganz toll. Und das sollten wir verteidigen und eben auch gemeinsam mit Menschen aus der ganzen Welt feiern und zelebrieren, dass wir hier Lernorte geschaffen haben. Und das sollten wir eben auch weiterentwickeln. Und die werteorientierte Digitalisierung vorantreiben, also eben nicht nur immer schauen, wie KI noch effizienter vielleicht irgendwie das Curriculum strukturieren kann oder dass sie am schnellsten durch ihr Studium durchkommen und die besten Ergebnisse haben. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil von KI, den ich nicht so spannend finde, sondern eher zu gucken, wie können wir auch KI nutzen für mehr Vielfältigkeit, vielleicht auch für mehr Teilhabe und besser zu verstehen, wie eigentlich die Welt funktioniert. Das sollen meine Anregungen sein für heute. Ich freue mich total auf die Diskussion und hoffe, Ihnen ein paar Ideen in den Kopf gesetzt zu haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Anregungen waren da jede Menge dabei. Wir haben tatsächlich direkt auch ein paar Fragen. Zu etwas, was Sie so eingangs des Vortrags gesagt hatten, kam eine Frage. Was meinen Sie genau, wenn Sie sagen, dass Debatten um Diversität zunehmend toxisch werden? Toxisch ist meiner Meinung nach ein Begriff, der aktuell leider von rechten Strömungen gekapert wird. Ah, dann ist vielleicht der Begriff ungut gewählt. Ich nehme einfach sehr wahr, dass das große Potenzial, was in diesen Debatten liegt, dass wir wirklich sagen, Inspiration von diversen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Hintergründen, sexueller Orientierung, allem, was
was Diversität umfasst, das ist das große Potenzial, was wir gerade haben, um Universitäten auch immer wieder neu zu erfinden. Und diese Konfrontation, die im Moment auch so ja, fast bösartig geführt wird, die bringt uns nirgendwo weiter. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schade, dass ich das gerade erleben muss. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir viel produktiver und konstruktiver und experimenteller da umgehen würden. Aber dann gucke ich nochmal den Begriff toxisch, das ist ein guter Hinweis. Genau. Aber es geht um ungenutztes Potenzial, was genau, sozusagen in dieser Debatte liegt. Super, danke. Und dann haben wir noch eine Frage von Astrid Groß. Wie stehen Sie dazu, dass Universitätsstudienfächer mandatorisch, um das Fach Digital Literacy zu bereichern und auch Micro-Degrees zu ermöglichen? Ich finde das sehr wichtig. Also Digital Literacy sollte, ich denke nicht ein eigenes Fach sein, sondern eigentlich in die Skillprofile, die wir vermitteln wollen mit unserer universitären Lehre und der Forschung, das sollte immer Teil davon sein. Und Digital Literacy könnte eben auch auf diesen digitalen Souveränitätsbegriff sich damit verbinden, dass wir überlegen, wie können wir eigentlich diese Werteorientierung und diese Möglichkeiten im Digitalen sich selbstbestimmt zu bewegen, wie kann das eigentlich erprobt und erlernt werden. Und das, glaube ich, braucht kein eigenes Fach unbedingt, sondern sollte eher in allem, was wir halt digital erleben, sollte das mit reflektiert werden, weil es gibt natürlich nicht die Trennung, das ist jetzt irgendwie die analoge Lehre und das ist irgendwie die digitale Lehre, sondern wir erleben einfach eine komplett vernetzte Welt und das sollten wir langsam auch an den Universitäten mal begreifen. Dann ist noch ein Beitrag, das ist nicht wirklich eine Frage, aber ich finde es trotzdem wichtig, das nochmal mit reinzuwerfen, von Timo van Treek, Open Science wird oft vergessen. Ja. Das wäre eins der Beispiele für, was wir als Institutionen beitragen können. Also das geht genau in diese Debatte rein für Open Access, für Open Source, für Open Educational Resources. Und Open Science ist ein weiterer Schritt, um eben genau diese Öffnung der Universitäten nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns eigentlich schon seit Jahren inspiriert hat, was wir jetzt aber vielleicht auch nochmal stärken können, auch durch die Erfahrung der Pandemie, dass wir Zugänge digital öffnen konnten. Es ging ja. Ja? Und das ist eigentlich genau die Steilvorlage, dass wir eben auch Open Science besser leben können, was auch diese transdisziplinäre Verbindung angeht. Also eigentlich haben wir, glaube ich, alle sozusagen Zutaten haben wir da. Und ich glaube, so diese Motivation auch und diese Schnelligkeit, die ich zum Beispiel auch in Singapur erlebt habe, das jetzt nochmal irgendwie zu motivieren und zu sagen, ja, wir machen es wirklich und wir trauen uns auch, Fehler zu machen. Und wir trauen uns auch, in diesem Erproben vielleicht auch mal übers Ziel hinauszuschießen. Aber das vermisse ich im Moment ein bisschen in Deutschland. Und da ja, fände ich es toll, wenn wir ein bisschen mutiger wären. Ich mag diese Geste. Dieses mutiger werden, dranbleiben, das nehmen wir mal so ein bisschen mit in den Tag. Vielen Dank für all diese spannenden Inspirationen und Punkte, die Sie hier aufs Tableau gebracht haben. Super. Wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Für Sie zu Hause im Büro oder wo auch immer Sie jetzt dabei sind, möchte ich ganz kurz erwähnen, es gibt jetzt die Möglichkeit, für eine bewegte Pause. Ja? Also wir haben ja das Motto Heads Up und es geht jetzt tatsächlich darum, mal in eine aufrechte Haltung zu kommen, so ein bisschen weg vom Bürostuhl-Modus. Da können Sie sich gerne mal reinklicken und ansonsten gerne natürlich auch die Zeit nutzen, mal zu gucken, wer ist denn eigentlich so da? Wen kann man denn mal vielleicht hier so ansprechen, anschreiben, anchatten? Ich gucke mal auf die Anzahl hier. Allein hier waren es jetzt 115 schon in dem Talk, das heißt wahrscheinlich insgesamt, die Zahl habe ich gerade nicht, sind einige Leute anwesend, gucken Sie doch mal so ein bisschen rum. Und wir sehen uns dann hier wieder um 11 Uhr. Vielen Dank.